Weiter geht's mit Fallout. Ah, heute müsste die HTC Vive kommen. Ich freue mich schon ultramäßig. Na, scheiß drauf. Bleiben Sie halt hier liegen. Ich habe jetzt keinen Bock aufzuräumen. Also, auf für die Freiheit. Was ist mit dir? Bist du unser Händler? Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Welche Farm? Du Pisser, welche Farm? Du Blöder. Wir haben noch einige Missionen, die wir abgeben können. Und zwar das hier. Kindergrippe Bumstop. Das, die gehört dann auch uns. Für die haben wir ja die Mission schon erledigt. Blutkäfer saugen ihren Opfern nicht nur das Blut aus, sondern schießen auch häufig damit auf sie, was zu verzerrter Sicht führt. Okay. Die saugen mir das Blut raus und spucken mich dann an. Das ist unhöflich. Sehr unhöflich. Jawohl. Da, schau her. Ja, merkst du was? Kotzi, ich bin halt auch nicht nur ein Mann, der kämpfen kann, sondern ich kann auch kochen. Also nicht so wie du. Immer nur rumfliegen wie so ein Pisser. Sondern auch mal was machen, Kotzi. Auch mal was machen. Mach mal wieder Wasser oder so. Gönn mir mal irgendwas. Ich muss mich jetzt mit den Leuten unterhalten. Bleib bitte draußen. Hallo, Madame. Oh, mein Herr. Meine ich. Hallo. Hey. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Längst. Ist schon längst rum. Ich habe diese Raider für euch. Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben nochmal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Hat noch eine Chance verdient. Ich habe euch gerade euren verschissenen Arsch gerettet. Ich habe euch hier gerade von einer, keine Ahnung, analen Fissur bewahrt. Versteht ihr das? Ich bin einfach der König von der Welt. Gehört mir die Scheiße hier jetzt? Ja, Düngemittel. Zack, weg damit. Boom, zacka, lacka, matta. Massa, brasa. Das hier braucht ihr nicht mehr. Mache ich euch mal weg. Was braucht ihr überhaupt hier für einen Müllhaufen? Völlig unnötig. Ich weiß nicht, warum ihr sowas überhaupt behaltet. Seid ihr Messies oder was? Gott, ein Truck im Hinterhof. Na, ihr seid mir vielleicht fuchsige Leute. Was habt ihr noch so? Da ein umgefallener Baum. Eis, super. Mensch, hey. Habt ihr sonst nichts mehr? Da, ach Gott, Mülleimer schmeißen so rum. Widerlich. Was ist denn hier mit euch los? Das ist ja total schlimm. Mit Dünger können wir übrigens irgendwas, was herstellen, ne? Jetzt habe ich ihn halt verscharrt, ne? Scheißdreck. Umgefallene Bäume, schämt euch was. Schämt euch ganz ehrlich mal ordentlich in euer eigenes Fäustchen. So geht das nicht. Was habt ihr hier? Nur wieder Dreck rumliegen, ne? Ah ja, ah ja. Das sind blöde Pinser da. Das sind mal vielleicht Pinsers. Jetzt kriegt ihr halt noch ein Schutzding hingebaut. Aber dann ist auch irgendwann gut. Also ihr, da werde ich fuchsig, wirklich. Wenn ich sowas sehe, habt ihr nicht genug Holz, ne? So. Wir benötigen jemanden, der sich da mal hinstellt. Seid ihr jetzt zu faul oder was? Ach, dann müssen wir halt nochmal irgendwann, wenn wir in der Hauptbutze sind, jemanden rufen, der hier was hinbringt. Aber ich habe jetzt keinen Bock. Da ständig, ne? Das will ich jetzt auch nicht hin und her und dann die Leute dahin schicken. Wir müssen halt immer wieder unsere Handelsrouten aktualisieren. Wir gehen mal zu diesem... Was ist denn da hinten? Ein Turm wieder. Ist es Linwoods? Ist das so eine kleine Wutz? Alles klar. Wir gehen mal hier hin. Naja, wir machen das mal. Splittermine. Direkt an dem Auto. Einfach eine leere Butze mit einer Splittermine davor. Was soll das bitte schön bedeuten? Nein. Ist echt leer. Oh. Ah. Oh. Ach du Scheiße. Oh nee, überall stehen sie. Fleisch. Ich mach einfach die Tür zu. Oh, Cotsworth, bitte. Da du sein. Kotz, das musst du doch jetzt nicht wirklich zwingend, oder? War das jetzt notwendig? Haha! Oh mein Gott. Warum bist du hinter mir in die Mine hochgegangen? Bam! Ich hab die krassesten Skills mit meinem Knife drauf. Das ist voll das Gute. Und du zuerst auch jetzt tot sterbst. Ist sogar nur ein normaler. Nur ein normaler Hans Kackwurst. Die, bitch, die. Give me your patrons. Give me your patrons. Give me your shit. Autsch. Quatsch, du hast dir das eingebrockt. Guck dir an, wie sie uns angreifen. Weil du Sohn einer Roboterfrau höchstwahrscheinlich
irgendeine Scheiße gemacht hast hier und unbedingt ran musstest. So, jetzt müssen wir hier wieder fighten, ja? Ich will gar nicht kämpfen. Ich bin ja eigentlich Panzi-Finst, ne? Ich bin eigentlich Punchy-Fist. Ich bin ein schlagender Fist, da. Wo bist du, du Sack? Ein roter, ich meine ein Totenkopf. Alter, wie ich ihn total ein Totenkopf balsamiere. Bam! Und nochmal, zack! Zack, zack. Nee, du darfst mich nicht. Warte. Ich kann immer. Ja, ich kann immer. Eins und. Nee, warte. Eins und. Nochmal, jetzt schlägt er. Und jetzt. So. Zack. Hör auf. Halt die Gosch. Halt die Goschen. Du verschissene. Ey, der gibt mir gerade voll. Warte. Ha! Oh shit, wie hat das Ultra Tryhard hier, Alter. Was ein Widerling. Was ein Widerling. Bleib verkleidete Kacke. Warte mal kurz. Mais. Mais. Klingenkorn. Marlboro Spray. Leute, der Mais ist aber nicht. Der sieht nicht so gut aus. Da war er schon grau. Das ist nie gut, wenn Mais grau ist, ne? Ich versuche mich mal kurz nicht zu heilen, um dann einfach voll. Um ultramäßig zu sparen jetzt. Cotsworth, siehst du den da oben? Kannst du bitte mal hingehen? Du sterben! Achtung! 3, 2, 1. Du sterben! Pam! Gut gemacht, Cotsworth. Schlag ein! Ach. Halt! Fuck! Okay. Moment. Ja, Nuke Cody Quandam. Dann die B-Apples, dann die B-Apples. Und noch ein paar Patrons. Jetzt können wir es nämlich schön. Ist das jetzt hier eine neue Butze auch? Wieder eine weitere? Nee. Wartet. Nee. Ich dachte, das können wir jetzt hier auch übernehmen. Und da drin wohnen mit ganz vielen Leuten, Familiengründen und so. Geht aber nicht. Schade. It is gonna get dark. Du alte Wutz. Du bist echt ein Ferkel. Weißt du das? Du bist eine Drecksau. Du bist eine Drecksau da. Frauenklo. Hallo auf dem Frauenklo. Hallo. Ja, mal da eure Männerklöche, du. Ah ja. Ihr wisst ja, Gleichberechtigung und so. Da kann man ja durchgucken. Da haben wir ja ein Glory Hole. Ey, die haben hier so viel Zeug. Nice. Da können wir die eine City, die nichts zu essen hat. Nice. So, alles mitgenommen. Da vorne ist ein Bunker. Lasst uns in den Bunker gehen. Da werden sicherlich viele Gegner stehen. Aber ich mach's einfach alle tot. Nehmen no chance. No fuck. Ich hab meinen Nerv dabei. Nee. Und mein Roboter, der 800 Meter entfernt ist, warte. Hey. Ich lass ihn jetzt direkt hier in meiner Gewalt. Dass ich ihn sofort irgendwo hinschicken kann. Hey, da ist jemand. Aha. Klingkorn untersuchen. Hab ich's doch gewusst. Da ist Klingkorn. Das war so klar, ey. Das war so klar. Sind da Gegner? Oh, das ist ein richtiger Bunker hier. Also mit, oh shit. Zugriff, Cotsworth. Los, schlag zu. Oh. Ha! Was für eine bravouröse Vorstellung. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Och! Er bittet. Bitte treten Sie vor. Ich geb mich zu erkennen. Er schießt auf mich. Da sind noch alle geil. Ich will runter in die andere Vault. Jetzt bin ich in der Vault. Ah, nee, halt, das ist ein Helikopter. Ah, haha, ich habe euch verarscht. Ich dachte, ich habe kurz getan, als wäre ich dumm. Wär. Cotsworth, unter dir. Hey. Du fischgesichtiger Affe. Zugriff! Guck mal da unten. Er ist stuck da oben wahrscheinlich. Hier, Robocock. Ich bin ein Skiller. Töten. 3, 2, 1. Bam! Bitch! Get out of my way! Get out of my way! Oh, get out of my way! Alter, er boxt mich die ganze Zeit. Au! Das tat weh. What do we got over here? What do we got over here? Ja, geil. Wie war das noch? Wie war das nochmal? Ah, Schissel.
But now it's corrupt. Was haben wir denn hier? Leckeres Zeug. Leckeres, leckeres Zeug. Hm. Das ist nichts, okay. Jetzt bin ich doch mal spannend, was da drin steht. Zu gut geschützt. Zu gut geschützt kann ich hier easy weghacken. Denn wir können jetzt endlich auf den Ding skillen. Auf den Endo. Piu! So. Ah, oh Gott. Distrustful. Cool. Ha! Das war natürlich... Ich habe das herausgefunden durch sorgfältiges Prüfen der anderen Eingaben. Und ja. Wo kommen wir denn dahin? Wie cool ist das denn? Bestimmt in die Hölle oder so. Halt, falsch. Lass uns kurz in die Hölle runterfahren. Tschüss, Kotz! Ich mach für dich... Nach unten. Ich hätte jetzt für ihn die Luke aufgemacht. Ah, ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Wie gesagt, später kommt die HTC Vive. Ich werde dann hier gemütlich aufbauen und hoffe, dass ich dann so bald wie möglich damit auch schicke Videos machen kann. So richtig mit Angst haben und so auch erschrecken ein bisschen. Was ist denn das? Ah, was ist denn da hinten? Ist auf etwas gelaufen, oder? Okay, warte mal. Kotzi, solange das Scheißding nicht auf uns schießt, ist alles in Ordnung. Beruhig dich erstmal, Überwachungsterminal. Bravo, Überwachungsbericht. Captain Rutledge hat mir heute eine Fernüberwachung aufs Auge gedrückt. Das heißt, 4 Wochen in diesem Bunker sitzen mit nichts als Dosennahrung, alten Zeitschriften und einem Transistorradio. Aber ich mache einfach das Beste daraus, erledige meinen Job und überprüfe die Radiowellen nach verdächtigen Übertragungen. Vielleicht bekomme ich nächsten Monat ja was Interessantes zugeteilt. Interessanteres. Jetzt heißt es jedenfalls erstmal, dem Tageslicht für einen Monat lebwohl zu sagen. Boah, sowas ist bestimmt eklig. Heute ist mir etwas Merkwürdiges passiert. Bei der Überwachung der Niederfrequenzen, dem Zeug, das normalerweise von veralteten Geräten verwendet wird, bin ich auf eine seltsame Nachricht gestoßen, die ständig wiederholt wurde. Sie war auf Englisch, aber wegen der atmosphärischen Störung nur schwer zu verstehen. Nach ungefähr einer Stunde war der Spuk vorbei, aber ein paar Sätze konnte ich raushören. Innere Leere, Träume werden düsterer und Blut fließt so still. Bäh. Das Einzige, was ich sonst noch verstand, war vermutlich eine Art Kennung, DEK. Ich werde diese Sätze so bald wie möglich zur Übersetzung nach Washington schicken. Ich habe bisher noch nichts aus Washington gehört, daher nehme ich an, dass sie noch keine Antworten haben. Während ich wartete, entschloss ich mich, diese eine Frequenz weiter zu überwachen. Wir müssen, glaube ich, auch... Ah, hier stehen keine Zeitangaben. Okay, ist egal. Ich habe mich dran gehängt, aber seit 4 Tagen höre ich nichts mehr. Ich bin gespannt, ob noch irgendetwas Neues kommt und warte fieberhaft darauf, dass die Übersetzer mir verraten, was zum Teufel ich überhaupt gehört hatte. Die Übersetzer, hä? Ich dachte, er kann... Aber jetzt heißt es erstmal weiter warten. Ich bin heute aufgewacht, weil ich ein Klopfen an der Aufzugstür gehört habe, als würde sie jemand öffnen wollen. Ich habe mir die entsprechenden Daten angesehen und darin hieß es, der Aufzug sei seit meiner Ankunft nicht mehr bewegt worden. Das ergibt also überhaupt keinen Sinn. Ich habe daraufhin die Verteidigungssysteme des Bunkers aktiviert und mir das Notgewehr genommen, das wir hier unten unter Verschluss haben. Das Klopfen ging noch etwa eine ganze Stunde lang weiter und hörte dann auf einmal auf. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das seltsame Gefühl, dass die Sache irgendwie mit dieser merkwürdigen Nachricht zusammenhängt, die ich empfangen habe. Es wird ja richtig gruselig. Es ist jetzt 5 Tage her, seitdem ich das Klopfen im Aufzug gehört habe und endlich hat Washington das Schweigen gebrochen. Nur um mir zu sagen, dass die Holoband-Aufzeichnung leer sei. Als ich mir die Aufnahme daraufhin anhörte, musste ich feststellen, dass sie recht hatten. Auf meinem Band war auch nichts drauf. Als ich dann die Geräusche erwähnte, sagten sie, dass ich möglicherweise Halluzinationen hätte, weil ich schon so lange alleine wäre. Sie sagten, dass ich durchhalten solle und sie jemanden losschicken würden, um mich aufzulösen. Schon möglich, dass die Einsamkeit meinem Verstand einen Streich spielt. Vielleicht wollte ich ja auch nur ein kleines Rätsel zur Beschäftigung haben, damit mir nicht langweilig wird. Und dann ist meine Fantasie mir durchgegangen, was auch immer es war. Ich hoffe, davon bleibt nichts hängen. Das ist wirklich sehr eklig, wenn man sich das überlegt, dass man... Also du bist in einem Bunker alleine, über einen Monat lang. Was mag da drin sein? Und, ja, das finden wir gleich heraus. Diese Dinge hier könnten ziemlich nützlich sein, Sir. Die Dinge bei dir jetzt, oder... Ja, und auf einmal hörst du irgendwelche Geräusche. Voll widerlich. Dann nehme ich es halt mit. Ich glaube, das hat er gemeint. Aus der Kiste. Hier ist doch irgendwo ein... Oh mein Gott, eine Schweinebärmann. Guck, wie er mich anguckt. Nein, nicht laden. Hoppala. Warum greift er mich nicht an? Er sieht mich da voll, oder? Mal gucken, ob wir den einfach tot fisten können.
Ja, mach doch mal einen Bettvorleger draus aus dem scheiß fucking da. Mach ihn tot. Boom, bitch. Oh, get out my way. Der kann ja nix, der blöde Bär. Das ist das gleiche Bait, das Arschloch. Wow! Was war denn das? Er stürmt los und bricht dann zusammen. Das war Nares. Komm, ich drück uns ein Stinkpack. Nein, Stinkpack. Was haben wir hier? Klebeband. Sehr, sehr gut. Serpentin. Ein Wagger. Ein Schwagatron. Wo ist denn der Kerl überhaupt? Also, es ist ja. Ich denke, es ist eingebrochen, als dann die Bomben fielen oder so. Aber. Achso, da ist er. Glaubt ihr, der hat sich erschossen? Ist der Skull noch ganz? Sieht so aus. Kotsch darf nicht drauf rumlaufen, das ist unhöflich. Ich sehe die Notwaffe gar nicht. Was für eine Notwaffe? Wo ist die Notwaffe? Achso, die ist wahrscheinlich hier drin, ne? Schallgedämpft, mächtig! 10 mm Pistole! Direkt Monai gucke. Pass auf. Wir haben einfach so viel geile Sachen. Diese Special Sachen sind halt viel besser als der ganz andere Scheiß da. So. 31 Schaden, die 10 mm Pistol. Und unsere andere hat. Wo ist die? Wie haben wir die genannt? Ich hab den Namen vergessen. 20. Leute. Da haben wir gerade mal was Besseres gefunden mit dem da, mit dem Aparelöge da. Das hier wird unsere neue Pistol. Ah ja, das war eine Automatikpistole, die eine, ne? Ja, ich erinnere mich. Aber die ist halt geiler, oder? Man kann ja auch noch schnell abdrücken, nämlich ein. Wir testen die hier mal. Ich mache die mal auch direkt auf die 1 und wähle sie mal aus. Ich will nur kurz gucken, wie die. Ja, moin, das läuft doch auch, oder? Macht halt auch einfach 11 Schaden mehr als die andere. Und ja. Ich glaube, der hat, hat der wohl von dem Bär gekillt, vielleicht sogar? Hat der das. Wurde der von dem Bär einfach aufgefressen? Das war vielleicht das Klopfen. Obwohl ja der Fahrstuhl da ist. Naja. Ist schon echt eine gruselige Sache. Also sowas würde ich nie machen wollen. Dass man sehr weit. Also vor allem weg von der Sonne. Ich glaube, das ist eh sehr schlimm, wenn man weg von der Sonne ist, wenn man x Tage, Wochen oder sogar Monate lang keine Sonne zu Gesicht bekommt, dann kann es einen schon hart zerstören. Wobei Dunkelheit an sich, also pure Dunkelheit, macht einen, glaube ich, schon nach ein paar Minuten verrückt. Es gibt ja diese Studien, auch Filme darüber, über diese Katakomben, wenn man da in so einem Katakümpchen drin sitzt und gar nicht sieht, dass die Leute sich ganz schnell Dinge vorstellen. Also die sagen auch wirklich dann in diesen Aufzeichnungen, hier ist jemand bei mir. Ich höre Stimmen, hier ist jemand, ich habe was gefühlt, obwohl da nichts ist. Also man sieht mit einer Infrarotkamera, Nachtsicht, hin und her, Lirum Larum, mit verschiedenen Kameras sieht man, da ist nichts, aber die Leute, beziehungsweise die Vorstellung der Leute, projiziert es einfach schon dahin. Das ist schon, das ist wirklich eine eklige Sache. Und wenn man dann noch überlegt, dass es Räume gibt, es gibt diesen, ja, diesen leisesten Raum der Welt, der minus Dezibel hat, der einfach alles frisst. Noch so ein verschissener Yao-Kacke. Oh. Doch nicht so gut. Ja, der einfach die Geräusche wirklich frisst. Au. Das ist dann schon besonders eklig. Verdammt. In diesem Raum, also der ist für Tonaufnahmen und so weiter gemacht. Es waren schon diverse Leute drin. Und man sagt, dass man so nach, ich weiß die Zeit leider gar nicht mehr, ob es jetzt 10 Minuten waren oder 15 oder 20 oder 45, dass man dann verrückt werden könnte in diesem Raum. Weil man nichts hört, also man geht in diesen Raum rein und man hört seinen eigenen Herzschlag und sein Blutrauschen, weil es kein anderes Rauschen gibt. Es gibt nicht dieses normale Rauschen des Lebens, das man halt so hat, ne? Also die Welt ist ja nie leise, egal wo wir sind. Es ist nie wirklich komplett leise, man hört immer irgendwie was. Beziehungsweise man merkt erst den Unterschied oder lernt erst kennen, was wirklich leise heißt, wenn man mal in diesem Raum war. Weil der wirklich, ja, der hat keine Geräusche und der schluckt auch alle Geräusche, die man eben von sich gibt. Es halt nichts zurück. Übrigens, schöner Pool hier. Was habt ihr denn hier? Geilen Kram. Ach, das. Oh. Okay, warte mal. Da wird geschossen. Da gehen wir zuerst hin. Wir sind fast tot. Moment mal. So, wait a sec. Wait a sec. Do wait a sec. Dann bei Apples. Gekocktes Kackflag. So. Gekocktes Kackflag. Schießt ihr hier rum oder was? Geschmiedeter. Wird doch geschossen bei euch, ja? Ah, ihr seid mal vielleicht Blade Bunkers da.
Wow, dude! What the fuck? Sind das alles Gegner? Er hat einen Flammenwerfer! Scheißendreck oder was? Tja, das ist meine total gut schallgedämpfte Waffe. Damit kannst du mich gar nicht erwischen, denn ich bin saugut damit. Guck, eng. Blöde Kuh. Du kannst auch gerne zurück angreifen, den Kerl. Mach doch mal irgendwas. Hilfe. Hilfe. Hilfe, hallo. Hier, könnt ihr mir helfen? Könnt ihr dir mal Daumen machen, bitte? Nicht vor mir rumlaufen. Oh! Ich dachte kurz, ich hab den Karawanenwache. Alter. Leute, wir sind hier, ich glaube, wir sind hier im Krieg gelandet. Flammenwerfer müssen wir eigentlich mitnehmen. Wir haben noch keinen. Ja, komm, nehmen wir mit. Kotz, bist du krank? Ach du Scheiße! Ist ja schon gut, ich geh weg. Wir gehen erstmal hier hin. Ich glaube, wir müssen kurz hier chillen. Hallo, wie kann ich euch behilflich sein? Guten Abend. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Hallo. Willkommen im Slough. Ich hoffe, du kannst... Wir sind die Einzigen, die im Commonwealth Teerbeeren anbauen. Was hältst du davon? Ey, finde ich super. Einfach nur hässlich, ja. Ziemlich clever. Teerbeeren in einem alten Swimmingpool anzupflanzen. Ich weiß zu schätzen, dass du das sagst. Als ich hierher kam, hatte ich so etwas noch nie gesehen. Es wäre zu schade gewesen, ihn nicht für irgendwas zu nutzen. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier nur Ghule gibt. Früher habe ich in Diamond City gelebt. Diamond. Bis dieser Mistkerl vom Bürgermeister uns Ghule vertrieben hat. Ich fand, dass wir Ghule einen Ort haben sollten, an dem wir willkommen sind. Und das war der Hauptgrund, warum ich die Farm gegründet habe. Ihr seid ja schon echt widerliche Bastarde, ne? Also, das ist echt hart. Warum hat der Bürgermeister euch vertrieben? Nee, es geht, es geht. Ich sehe fast genauso aus, Mutterfell. Wir werden wild und töten Menschen. Kinder haben Albträume wegen uns. Der übliche Glatthautmist. Es stimmt, dass es in Diamond City einen Vorfall gab, bei dem ein Ghoul wild wurde und jemanden verletzt hat. Aber ich frage dich, wie viele Menschen sind plötzlich gewalttätig geworden und haben jemanden getötet? Das habe ich öfter gesehen, als mir lieb ist. Was, wenn dieser Ort mehr als nur eine Zuflucht für Ghule sein könnte, die anderswo nicht willkommen sind? Was, wenn er ein Beispiel dafür sein könnte, was möglich ist, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten? Das hier soll ein Ort werden, den jeder gerne besucht. Mit lächelnden Gesichtern, guten Angeboten und großartigen Produkten. Vielleicht können wir die Leute dazu bringen, nochmal genauer hinzuschauen. Dann sehen sie, dass wir keine Monster sind. Jetzt soll ich gerade einen Schluck trinken, du Pisspantoffel. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du tatsächlich. Ohne Händler werden wir unsere Teerbeeren nicht los. Und Karawanen brauchen sichere Straßen. Es gibt da eine Bande von Supermutanten, die jeden überfallen, der ihrem Gebiet zu nahe kommt. Einschließlich Händlern. Es wäre uns eine riesige Hilfe. Mach ich. Läuft. Ich kümmere mich um diese Supermutanten. Gut. Ich hätte nicht gewusst... Willkommen! Ich wusste, du würdest uns helfen. Es wird immer noch geschossen da unten. Wir sind. Ich glaube, wir sind für die etwas zu leicht ausgerüstet. Wir pennen mal. Können wir hier. Ach, Scheiße. Naja, komm. Dann, wir müssen jetzt aber trotzdem, glaube ich, daran. Oder hat sich das jetzt gelegt? Weil da waren halt auch diese Karawanen. Ich nehme an, dass es meine Karawanen sind, oder? Ich bin der Einzige, der hier solche Karawanen unterhält. Guck mal. Ach du Scheiße, ey. Die haben ja echt den. Die haben ja wirklich gewütet. Guckt euch das an. Auf dem Dach war doch irgendwo einer. Hm. Lass mich kurz gucken. Pistol down. Habt ihr noch irgendwo Leute stehen hier? Wir gehen einfach mal ran und gucken. Da liegt jemand rum. Ein Geschmiedeter, so. Sehr schön. Geschmiedete sind schon mal wichtig, dass sie tot sind. Naja, genau, die Geschmiedeten. Das ist, glaube ich, ein ziemlich hartes Pack. Ich weiß nicht, ob sie krasser sind wie die Gunner oder wie diese Ultra-Gunner. Aber Geschmiedete waren, glaube ich, schon wirklich extremely stark. Und ich hoffe, das war auch wirklich ein Feind. Irgendwie hat das jetzt keiner von den Feinden gemerkt oder fand es schlimm, dass ich gerade jemanden geheadshottet habe. Saugus Ironworks.
This is so salty, saugusig. Coca-Cola, sehr gut. Die sollen wir für den einen Dödel mitnehmen. Für diese Mini-Quest in Diamond City. Also ich will da auf keinen Fall schon rein. Aber wir können hier schon mal alles klären, hier draußen. Und können wir hier... Jawohl. Jawohl! Terminal. Was haben wir hier stehen? Wahrscheinlich noch irgendwas von der... Ah, Scheinwerfersteuerung. Licht ausschalten. So. Das ist doch scheiße. Hey. Was hat denn der? Laserpistole, Alter. Was für ein krasser Boy. Verteidigt euch! Wickelt sie! Ich will nicht gewickelt werden. Bleib fort. Bleib mal bloß fort mit deinem Blade Scheiß. Ich will nicht gewickelt werden. Dö. Ob ich die treffe? Hey. Wow! What a hit, dude. This is a man's world. Geht das auch wieder aus? Oh ja. Oh fuck. Ich dachte kurz, das wäre hier drin. Alles gut. Ha, wir haben wieder ziemlich viel Muni. Das weiht mich. Wo kommt denn die runter? Wo kommen die her? Ist hier ein Aufgang oder was? Kann ich hier direkt auf dieses Dach hoch? Ohne drinnen durch zu müssen? Scheinbar ja nicht. Nee. Obwohl. Nee. Wir lassen die Öl. Wo ist der oben oder ist der runtergekommen? Nee, die sind beide oben. So. Wow! Ihr Lurche! Ihr verschissene Lurche! Lasst mich jetzt. Oder ich schieß zurück. Ich schieß in deinen Kopf rein. Was war denn das gerade eben? Ich mache euch einfach tot. Guckt mal, wie tot ich euch mache. Hang! Irgendwie treffe ich nicht. Hang! Ja, das ist ein Kampfkotz. Kannst ja mal irgendwann. Er kann ja nicht schießen, ne? Batsch! Verstehst du mich? Achtung! 3, 2, 1. Zack! Ratte! Die bringen uns. Oh, wir. Ja, der kommt runter, der kommt runter. Der ist runtergerutscht. Sanas. Ja, Shermash. Lass mich kurz nachladen. Ja, ich habe ja noch einen Schuss. Ja, Shermash. Ja, Kotschwach, die verstecken sich nicht. Die liegen da oben. Ich meine, die sind da oben. Siehst du es nicht? Der ist schon ein bisschen blinder, der Kotzi. Oh, so kopflos. Wie unangenehm. Wo ist die Leiche? Ich benötige diese Leiche. Nee. Was hast du dabei? Oh, scheiße. Guck mal da. Noch einmal eine Siedlung, die direkt neben Saurus Eisenworks liegt. Da wird das andere auch. Ich glaube, da hinten ist die Wasserstadt. Warte mal. Ich glaube, das ist sie. Bin mir nicht sicher. Vielleicht. Hallo? Wie geht's euch hier? Seid ihr mir wohlgesonnen oder eher so dumm? Kann ich kurz kochen bei euch? Danke. Ich kann nämlich schon wieder was caken. Und zwar Kackefleisch. Bärchenrippchen. Ja, verlassen. Wir haben schon wieder gleich ein Level Up. So, wie geht's dir? Abraham? Hallo. Hey, du! Hey, tut mir leid, ich dachte, du wärst einer dieser wahnsinnigen Geschmiedeten, aber du hast die Verbrennungen nicht. Eine Gruppe von ihnen hat die alte Eisenhütte eingenommen und sie schießen auf jeden, der sie nur ansieht. Danke. Ich weiß die Warnung zu schätzen. War doch das Mindeste. Ich kann dir den Ärger ersparen, den sie mir gemacht haben. Mein ungeratener Sohn Jake hat sich des Nachts zu ihnen geschlichen. Er hat das Schwert meines Opas mitgenommen. Das war fast so etwas wie ein Erbstück. Oh. Du wärst wohl nicht verrückt genug, um es zurückzubringen. Ich hab Kronkorken, wenn du die möchtest. Weißt du was? Ein Erbstück, mach ich dir. Die Industriegebäude sind ziemlich gefährlich. Ich sehe schon, auf was du hinaus willst. 200 Kronkorken, wenn du es mir wiederbringst. Das scheint mir auch keine normale Raven zu sein. Okay. Alter, ich bin ein Pisser. 250 Kronkorken an. Oh. So eine Waffe ist doch bestimmt noch mehr wert. Willst du auch noch mein Hemd? 400, aber keinen einzigen Kronkorken mehr.
Mach selbst. Ich werde es finden. Du tust meinen großen Gefallen und ich werde mich erkenntlich zeigen. Wow, jetzt sind wir echt ultra weit gekommen. Also wir konnten jedes Mal überzeugen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall, also jetzt für ihn, einen leckeren, sauberen Schuss in den Kopf wert. Kaffeehilfe! Nice, sehr gut. Wir sind fast wieder Level up. Ah, es ist edel, es ist edel. Sehr, sehr schön. Gut. Dann beenden wir hier mal die Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.